Wenn der Bürger mündig wird und sein Recht fordert, werden Politiker zu Despoten. Aufreger der Woche: Protestdemos werden verboten. Wie kann es denn überhaupt sein, dass in einer Demokratie eine Demonstration abgesagt wird, bevor überhaupt irgendetwas passiert ist? Da wird das Volk unter Generalverdacht gestellt. Und bei der Gelegenheit kann man das Demonstrationsrecht, die freie Meinungsäußerung, mal eben kassieren, weil man sich ja die Meinung des Andersdenkenden bloß nicht anhören will. Schon am 1.8. hatte man versucht, die Anzahl der Gegner der Corona-Maßnahmen zu leugnen. Das hat nicht geklappt, obwohl die Staatsmedien von 17.000 bis 20.000 Demonstranten redeten und nichts unversucht ließen, um diese zu diskreditieren. Scheint wohl heute jedem klar, dass diese Zahl eher auf Nebenstraßen zustande kam und nicht die gesamte Demo betraf. Und nun soll am 29.8. und vorher am 28. und vielleicht auch noch danach eine Demonstration stattfinden oder auch mehrere, die das Ausmaß der letzten deutlich übersteigen wird. Und nun hat der Senat Berlins die Veranstaltungen im Vorfeld abgesagt. Begründung: Man müsse davon ausgehen, dass die Abstandsregeln der Corona-Verordnung voraussichtlich nicht eingehalten werden. Damit stellt man das ganze Volk unter Generalverdacht und verbietet die freie Meinungsäußerung. Infektionsschutz geht halt vor Redefreiheit. Wie kann denn das sein? Liebe Demokraten, so wird kein Schuh davon. Wenn ihr die Grundrechte so mit Füßen tretet, macht ihr nur eins, ihr provoziert einen Aufstand. Das ist aber nicht im Sinne von Demokraten. Deswegen rufen wir von der deutschen Mitte dazu auf, friedlichen Widerstand zu leisten. Wir sehen uns. Und den Politikern rufen wir zu: Schämt euch, besinnt euch und denkt immer daran, wer euch wofür gewählt habt und wessen Sprachrohr ihr jetzt überhaupt noch seid. Wenn ihr nicht wollt, dass der Zorn euch wegfegt und dass es friedlich bleibt, dann werdet vernünftig und kommt zu demokratischen Umgangsformen zurück. Wahrheit, diesen wunderbaren Traum. Wir sind die Mitte. Wir allein sind souverän. Wir sind die Mitte und nicht die paar, die da oben stehen. Wir sind die Mitte. Wir sind die, um die es geht. Wir sind die Mitte. Wir sind die, um die die Welt sich